Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Ah, nach so langer Zeit geht es jetzt endlich weiter. Und das jetzt betone ich ganz stark, denn ich hatte eben schon mal aufgenommen. Und ihr fragt euch ja sicherlich jetzt, warum wir hier sind, warum zur Hölle ich eine scheiß Power-Rüstung anhab. Ja, die Fragen will ich euch beantworten. Ich habe eben ein Part aufgenommen schon mal. Da ging eine halbe Stunde. Und in dieser ganzen halben Stunde habe ich versucht, dieses scheiß Notrufsignal zu finden. Konntet ihr vergessen, es hat mich total verarscht. Ich stand vor dem Krankenhaus. Es zeigte mir an 87%. Ich dachte so, ja geil, ich stehe ja direkt daneben. Ich bin einen Schritt weiter gegangen, aber wirklich nur einen Schritt, nur das hier habe ich gemacht, ne? Mehr nicht. 2%. Und ich dachte mir nur so, was? Und so ging das die ganze Zeit. Immer und immer wieder. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ne, jetzt hörst du auf. Und dann dachte ich mir auch, nach 3 Wochen kannst du den Part jetzt nicht hochladen. Da erwartet ihr halt nicht mal was und dann kommt so eine Scheiße. Dann habe ich gedacht, ne, dann schmeißt du den Part raus, machst einen neuen. Hab mir aber vorher erstmal angeguckt, wo die Patrouille überhaupt ist. Weil ich habe mir gedacht, wenn das Spiel mir das schon nicht sagt, dann gucke ich mir das lieber im Internet an. Ich wusste jetzt, wo die ist, aber keine Chance, da hinzukommen. Zumindest mit dem Level, wo wir jetzt sind. Aber ich habe eine Power-Rüstung gefunden. Und wirklich, ich habe die einfach so irgendwo gefunden. Ja, und jetzt bin ich hier einfach wieder in der Parkstation beim Nick Valentine. Hier, finde Nick Valentine. Thema angewählt. Da, finde Nick. Das probieren wir jetzt einfach nochmal, weil er ist ja schon wieder ein bisschen länger her. Und, ja. Stimmt, die waren ja noch alle tot. Ha! Ja, Nobs, der Kleinen. Ja, gut, ich hoffe, mit der Power-Rüstung geht das jetzt besser. Wir haben ja jetzt auch wieder Munition. Beim letzten Mal haben wir ja, glaube ich, wegen Munitionsmangel haben wir das verkackt. What the? Damn fuck. Okay. Ah, die soll mal hier hinkommen. Ja, genau, Piper. Renn mal runter. Mach mal dein Ding. Ich brauch dafür eine andere Waffe. Weil, ja, die Schrotflinte ist zwar ganz gut, aber nicht hier für, Warum habe ich zweimal die Minigun? Ach ja, stimmt, das war beim letzten Mal schon. Jo. Kampfgewehr. Hm. Habe ich nichts anderes? Als ob. Ja, die machen aber keinen Schaden. Das ist das Problem. Dann nehme ich lieber wieder meine 10 mm. Verliert der auch Leben? Alter. So, einer ist tot. Scheiße, Alter, das sind mir viel zu viele. Holy shit. Habe ich noch irgendwas zu werfen? Naja, ne? Okay, immerhin ist da jetzt mal ein bisschen Feuer. Ja, also Feuer ist ja schon mal okay. Ich würde gerne mal nachladen. Dankeschön. Wer trifft mich denn hier? Hallo? Ich sehe schon, die Piper liegt am Boden. Du da. Oder ihr da, besser gesagt, sind ja zwei. So, der ist tot. Alter, ich hab den Header gegeben. Ja, also. Da. Ja, komm mal her. Ich sollte mich natürlich jetzt nicht so ganz auf die Power-Rüstung verlassen. Ist ja nicht so, als wäre ich unverwundbar mit der Power-Rüstung. Ja, komm, zeig dich mal, du Noob. Weißt du was? Fress. Ich hoffe, du verreckst im Feuer. Er brennt auf jeden Fall. Und der hat das überlebt. Was ist das für ein kranker Dude? Hallo? Der überlebt ja alles. Ja, also.
Meine Fresse, das kann man doch nicht angehen hier. Maschinenpistole plus. Nee. Ja, ich brauche gerade keine Zeitlupe. Danke, danke schön, Spiel. Ich find's ja nett, dass du das gerade machst, aber ich brauche es gerade nicht. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen Munition von denen einsammeln, weil ich glaube, so lange werde ich das nicht mehr überleben. Den Ort hier eingerichtet? Leguan am Stiel. Ja, yummy, yummy. So viel Leben habe ich gar nicht mehr. Habe ich denn noch irgendwas? Ich glaube, ups, war falsch. Ich glaube, ich habe eben meine letzten... Ja, ich habe eben meine letzten benutzt. Ja, super. Danke für nichts, Spiel. Okay. Machen wir das halt anders. So, solange hier vorerst mal keine Gegner kommen, ist mir das alles egal. Liegt da etwa eine Quantum? Da liegt eine Quantum! Ja, nice! Und wieder den Quenny gefunden. Sehr geil. Okay. Oh, hier ist wieder ein großer Platz. Hier kommen da bestimmt wieder Gegner. Ja. Ich hab's geahnt, Da war mir der Platz ein bisschen zu groß. Da wusste ich, aha, jetzt kommt ein großes Areal. Da werden Gegner da sein. Habe ich mir schon gedacht. Piper, da kommt einer. Piper, dreh dich um. Kämpfe. Scheiße, der hat mich getroffen. Alter, weißt du, die treffen von... Die würden mich aus Afrika treffen, weißt du? Und ich stehe hier hinten. Treffe noch nicht mal irgendwie eine Straßenlaterne. Scheiße, der hat viel Leben, ey. Okay. Ja, das war sehr gut. Und das war's? Nice. Gut, Piper. Wie gesagt, ich habe nicht mehr viel Leben. Du musst mich jetzt hier mal ein bisschen beschützen. Weil lang werde ich das nicht mehr durchhalten. Ich bräuchte mal irgendwas, was Leben gibt. Ich muss in die Vault. Okay. Dann gehen wir in die Vault. 114. Welche Vault waren wir denn nochmal? 101? 111? Vault 111? Ich weiß das nicht mehr. Och nö. Der steht da ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Als ob ich den nicht treffe. Ja, also. Oh, ich muss aufpassen, da ist noch einer. Jo. Ach, mit einem Baseballschläger. Haha, du Noob. Und ich hab volles Leben, weil ich ein Level up bin. Oh, thanks God, ey. Ah. Oh. Dann leveln wir uns erstmal auf, ey. Leck mich am Arsch. Ja, Dreieck. Puh. So, was nehmen wir denn? Stärke. Ja, nehmen wir Stärke. Stärke, immer gut. Ja. Wo müssen wir denn hin? Hier? Ne? Nein, hier müssen wir nicht hin, oder? Oder kommen wir da durch? Erstmal hier umgucken, weil... Warte, ist das aufbereitetes Wasser? Oh. Oh. Das ist super. Da kann ich mich ein bisschen heilen. Obwohl, brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Ha! Ich Idiot, ich... Ja, mal schauen, wann die nächsten Gegner hier kommen. Warum zum Teufel? Ich höre sie schon. Ja? In eine U-Bahn-Station bauen. Der Ort hier ist doch das Gegenteil von luftdicht.
weil die nicht vorhaben, ihn zu verfolgen. Kuckuck! Und der erste Schlott. Da hat dein Kollege nicht überlebt. Oh, das tut mir aber jetzt leid. Du auch nicht. So. Was ist denn Kram? Ist ja egal. Schauen, was wir hier haben. Da haben wir den nächsten Gegner. Oh, der hat viel Leben. Oh, oh, da sollte ich nicht so du. Da sollte ich nicht so dran gehen. Hallo? Wo ist eigentlich die Piper? Da. Oh, oh, da sind mehr. Okay. Gut zu wissen. Ich bin mein Baseballschläger. Ja, die Piper hat sich echt von denen töten lassen. Okay, Piper, du bist richtig schlecht. So, das war's mit deinem Kopf, mein Freund. Ah, scheiße, okay. Ich könnte ja eigentlich schon mal das hier machen. Aber lang nicht mehr gemacht. Ich weiß schon warum. Scheiße. Ah. Alter, wie viele das sind. Leck mich am Arsch. Oh fuck, Freunde, oh fuck. Ich hätte speichern sollen. Aber wer hätte damit auch rechnen können? Spürt meinen Zorn! Ah, nice! Ah, ist das geil. So macht man das in meinem Business, Leute. Haha! Ah! Oh, das fand ich gerade super. Das war super. So. Gut. Jetzt sind wir hier. Ich soll da runter. Holy shit, ey. Ah ja, ich habe die Powerrüstung an. Jetzt kann ich mich wieder von jedem Gebäude stürzen, was ich will. Das ist doch schön. Gut, gehen wir in die Vault. Oh Gott, ey, Leute. Ach, erst die halbe Stunde, wo ich nichts gerissen habe und jetzt hier schon wieder so eine spannende Kacke, ey. So, ich speichere jetzt erstmal. Tut mir leid, aber es muss sein. Obwohl der ja eigentlich auch automatisch speichert, sobald man einen anderen Raum betritt, ne? Ist ja egal. Sicher ist sicher. Obwohl, warte hier. Ich brauche ja noch eigentlich Gegenstände mit einem Schaltkreis, ne? Was hast du vor? Ach, Spüllappen. Ich habe erst was anderes gelesen. Na, Valentine, wie geht's? Hast du großes Areal. Ich zieh da oben schon ein. Laber nur weiter, Fleischklopf. Spür meinen Zorn! Ich glaube, das ist sogar der Boss. Oh!
traue mich sogar ein bisschen näher an den ran, weil. Weil ich spüre meinen Zorn habe. Yes! So, er hat mir aber echt viel Leben abgenommen, ey. Den hätte ich ein bisschen aufpassen müssen. Jetzt sollte ich vielleicht mal ein aufbereitetes Wasser nehmen. Zumindest eins. Hey, du da! Ich weiß nicht, wer du bist, aber wir haben 3 Minuten, bevor die merken, dass der dämliche Muskelberg nicht wieder zurückkommt. Mach die Tür da auf! Nick? Wo bist du denn, Nick? Ach, Nick ist da oben. Okay, Nick. Ich komm da jetzt rein. Oder auch nicht. Hi, Nick! Na, wie geht's dir? Okay. Wie befreie ich denn jetzt den guten Nick? Den Nicky, die Nick. Hier bekomme ich so nicht auf. Nein. Irgendwo muss ich ja die Schlüsselkarte anwenden, aber wo? Das ist die Frage. Ah, da will ich, glaube ich, nicht hin. Ah, wo setze ich denn jetzt meine Schlüsselkarte ein? Ach, am Terminal. Oh, ich bin ein Idiot. Ah, Gott. Warum will ich eine Nummer ziehen? So, hallo Nick. Ah, mein strahlender Hi. Ritter. Aber die Frage ist doch, warum kommt er den weiten, gefahrvollen Weg nur, um einem alten Privatdetektiv zu helfen? Der Nick sieht gerade nicht sehr einladend aus, aber hi. Ich suche einen Mörder. Der Mistkerl hat meine Frau erschossen und meinen Sohn entführt. Ich weiß nicht einmal, wer er ist oder wohin er verschwunden ist. Du brauchst also einen Racheengel, ja? Nun, normalerweise ist Blutgeld nicht mein Ding, aber da kann ich wohl mal eine Ausnahme machen. Ich sitze hier seit ein paar Wochen im Bau. Hat sich herausgestellt, dass die vermisste Tochter, die ich suchte, gar nicht entführt wurde. Sie ist Skinny Malones neue Flamme. Und sie ist ein fieses Miststück. Aber egal. Du hast ein Problem und ich helfe gerne. Aber nicht jetzt. Wir müssen hier raus. Dann reden wir. Klar, Nick. Da ist die Wackelpuppe. Malones Bingo. Oh, nice. Alle Händler haben dauerhaft 100 Kronkorken mehr im Handel. Das ist sehr geil. Gut, Nick, ich warte mal, Nick. Hallo? Chill mal dein Leben. Keine Ahnung, was mit den alten Besitzern passiert ist, aber Nick, chill dein Leben, weil ich will den Part hier beenden. So. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall sehr viel besser als der erste Part, weil der erste Part war wirklich gar nichts. Ich hoffe, ihr freut euch, dass ich seit nach 3 Wochen wieder da bin. Und die Piper, die hat schon keinen Bock mehr, die setzt sich einfach dahin, weil. Oder holt sie. Ja, ja, Piper, ich sehe das schon. Ich hab dich im Auge, mein Frau. So. Ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Mal wieder, wenn Piper Bock hat. Und ja, ich sage bis dahin. Tschüss.